Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Wir starten wieder mal von Sekroslob City. Und letztes Mal im Part wussten wir ja nicht, beziehungsweise wusste ich nicht, wo ich lang musste. Ja, ich habe nochmal ein bisschen nachgeguckt und wir müssen nicht zuerst zu Team Aquas Versteck, sondern zuerst zu Team Magmas Versteck. Und dann schnappe ich mir mal schnell Schwalbos und setze Fliegen ein und fliege erstmal. Warte mal, habe ich überhaupt Stärke? Das brauche ich nämlich jetzt. Das ist die große Frage. Ich glaube, Stärke hatte ich noch nicht, oder? Wollen wir mal looken? Ach, wir haben schon Stärke. Ach so. VM, Stärke, Tatsache. So, wem bringen wir das denn mal bei? Ja, muss ich mal überlegen. Checker, das ist unser VM-Noob. Der hat ja auch, was hat er nochmal zerschneidet? Nee, Zerschneider habe ich noch gar nicht gefunden. Der hat ja auch... Nee, hat er nicht, okay. Komisch. Stimmt, das war das andere Pokémon, was wir auf der Box haben. Dem haben wir Zertrümmer beigebracht. Das war Makuhita, glaube ich. Ja, könnte sein. So, dann schnappe ich mir jetzt Schwalbos und dann müssen wir zum Schlotberg. Team Aqua hatte ja schon solche Angaben, ja, gesagt. Bad Lavastadt müssen wir dahin. Und dann mal sehen. Ich weiß nur, wo die Höhle ist. Mehr weiß ich auch nicht. Ja. So, gehe ich jetzt hoch. Route 112 müssen wir durchqueren. Die Trainer haben wir hier schon locker besiegt in den letzten Paaren. So, dann sprechen wir diese junge Dame an. Die Seilbahn fährt gleich hinauf. Möchtest du mit? Ja, sicher. Bitte hier entlang. Vielen Dank. La 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 la. Was macht er da gerade? Das sieht nicht gerade kinderfrei aus. Alter, ey, was macht er denn? Ich will nicht wissen... Egal, okay, vergiss mal was. War gerade eine Anspielung auf eine... Nein, okay. So, Schlotberg und jetzt gehe ich hier runter. So, Steilpass. Oh, der Felsen reagiert auf das Magma-Emblem. Zack. Ach so, so öffnet sich das. Sag das doch gleich. Warte mal, haben wir gegen die schon gekämpft? Nein, nein. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Dieser Platz eignet sich für ein Picknick. Okay, hier liegt überall Asche, aber okay, wir können gerne unser Brot mit Asche beschmieren. Dagegen habe ich nichts. So, Knilz kommt hier in den Kampf. Level 90 ist ja klar. Und dann schicken wir mal Formeo, der fast... 34 ist mit Pulverschnee. Einmal eine Brise Eis. Zack, auf die Klöten. Knilz, K.O. Knilz. 264 reicht noch nicht. Als nächstes wird Mirapla in den Kampf gerufen. Schwaches Pokémon natürlich, da es Level 19 ist. Und Pflanze. Nochmal Pulverschnee. Und Mirapla K.O. Und wir sind... Uah, wird sehr knapp. Ich schätze aber immer noch 33. Oh nee, 34. Wunderbar. Ganze 300 haben wir bekommen. Unglaublich. Als nächstes kommt Wablu. Typ Drache. Da müsste Eisstrahl... Pulverschnee. Wie auch Eisstrahl sehr effektiv sein. Oh, das ist noch ein anderes Pokémon. Irgendwie Wasser oder so. Aber ich glaube nicht. Flug und Drache ist... Ist das nicht dann Vierfachstärke? Flug und Drache, ja, deswegen... Nein, oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Gut, Spieler besiegt Picknick... ja, konnte jetzt nicht lesen den Namen, schade. Ich nenne dich Patricia. Kommst du irgendwann wieder in diese Gegend? Ich würde gerne wieder gegen dich antreten. Gwendolin? Ach du heilige Wurst. Okay, Gwendolin. Magmas Versteck. Und die sind bestimmt Magma-Pokémon. Wie zum Beispiel Kleinstein. Ein tolles Magma-Pokémon, Typ natürlich Feuer. Feuer, ne? Weiß ja jeder. Nein, Gestein. War nur ein Scherz. Nicht, dass mir das jetzt wirklich einer glaubt hier. So. Hier können wir Stärke einsetzen. Warte mal. Wenn ich den wegschiebe, ja, da kann ich locker durch. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr solche Rätsel, denn um ehrlich zu sein, solche Rätsel kann ich nicht gut. So, mal sehen, gegen wen ich hier alles kämpfe. Warte mal, kommt hier schon das legendäre Pokémon? Ich hoffe nicht, denn ich habe überhaupt keine Pokébälle. Wenn, würde ich hier vorher ein Safe State ansetzen und einfach mal probieren. Aber ich weiß ja nicht. Da oben ist ein Mitglied von Team Magma. So. Die haben die rote Kugel, glaube ich, entwendet, womit man das Pokémon fangen kann. Ohne die kann man es nicht fangen. Ne? So, flüchten wir mal schön.
Adios, amigos. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Hier in Sekundentakt kommen jetzt die Pokémon. Ich glaube, ich setze mal Schutz ein. Und immer nur dieser Kleinstein, den kein Mensch gebrauchen kann. Ist einfach nur ein Fels. Ne? Formeo sieht viel hübscher aus. Und sieht aus irgendwie wie ein Kackhaufen, aber okay. So, mal sehen, was ich hier noch habe an Schutz. Top-Schutz, Alter, das reicht. Dicke, denke ich mal. Zack, zack, zack. Einfach durchlaufen hier. Wunderbar. Okay, hier geht's nicht lang. Und das erste Mitglied. Unser Boss hat uns gesagt, wir sollen im Schlotberg Grabungen durchführen. Daher haben wir gegraben und gegraben. Und dann haben wir etwas gefunden, was uns den Atem raubte. Das verrate ich dir, wenn du mich besiegst. Magma-Zeichen. Cool. Nicht, denn ich werde ihn jetzt besiegen. Obwohl, ach, das sieht irgendwie aus wie so ein schlechter japanischer Zeichner. Egal. Level 29. Eher schwach. Ein Donnerblitz. Zack. Kabum. K.O. Und es hatte, oder eher gesagt, er hatte nur ein Pokémon. Ah, Treffer. Und gewonnen. Ja, danke. Vielen Dank. Ciao. Hä? Ist das hier irgendwie, was ist denn jetzt hier los? Was ist das denn für ein komisches... Hä? Hier geht's auch raus? Hä? Oh mein Gott. Wie groß ist das hier? Magmas Versteck. Ich kann mich hieran überhaupt nicht mehr erinnern, irgendwie. Okay, hier geht's anscheinend weiter. Stopp! Du erwartest doch nicht ernsthaft, dass ich dich einfach so vorbeigehen lasse. Oder? Das werden wir sehen. Ja, leider nicht. Obwohl, ist mir auch recht so. Ich habe den Kampf provoziert. Nur ein Pokémon? Na, es ist ein Kamaup. Level 29. Ich glaube, Eisstrahl ist nicht sehr effektiv, da es ja ein Feuer-Pokémon ist. Deswegen Meteorologe. Und K.O. Volltreffer. Und bye-bye. Amigos. 546, das ist doch schon mal ein bisschen was, ne? Für das Versteck hier von Team Magma ist das schon viel. So, noch ein Fight. Oh, das ist eine Dame, aber die sieht ja richtig heiß aus, oder? Ich sehe sie nur von der Seite. Was? Wie wer? Nur Mitglieder von Team Magma dürfen hier sein, aber du hast keine Uniform von Team Magma an. Das erregt Verdacht. Kämpf mit mir! Okay, ich dachte, sie wäre so süß und jetzt fordert sie mich heraus. Oh. Ah, sieht interessant aus. Magnein! Formeo! Einschüchterung. Bedroher von Magnein vermindert Angriff von Formeo. Donnerblitz. So, trainieren wir Formeo richtig hoch hier. Boah. Oder setzt Brüller ein? Ich glaub's nicht. Welches Pokémon kommt jetzt? Sumpix! Unser stärkstes. Mit. Was stand da gerade? Mit unglaublichen 123 KP. Surfer. K.O. Ja, das ist aber auch ein fettes Teil, der Wuka jetzt, Alter. Ist ja richtig eklig, widerlich. So, Team Magma Rüpel ist besiegt. Eieieiei, mein Stolz als Mitglied von Team Magma. Punkt, Punkt, Punkt. Tja, der ist jetzt wohl da hin. Obwohl, er kann vorne sogar noch bleiben. Die anderen sind auf 34. Lasse ich ihn einfach auf 35. Oh, Partnerkampfpflicht. Versuchen, hier irgendwie anzuzetteln. Oh ne, das wird nichts. Der läuft seine Innenbahn. Es sei denn... Da kreuzen sie sich. Nein! Shit. Ah, Eindringling. Ein Eindringling. Dut, 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 dut. So, wie viele Pokémon? Zwei wunderschöne Pokémon. Pupanze, Typ Boden. Gegen Formeo, Typ Normal. Da setze ich doch mal Eistrahl ein. Zack. Sehr effektiv. Pupanze ist erledigt. Wir bekommen satte... Oh mein Gott, wie wenig. Zubat als nächstes. Das ist ja wirklich ein Kinderspiel hier durchzuhauen halt da. So, pat mal auf hier. Einmal Pulverschnee und dann war es das schon. Bam. Oh, der hat überlebt, ey. Ich glaub's nicht. Wie konnte das denn passieren? Ich überlege auch, ob ich Pulverschnee irgendwie weggebe. Donnerblitz Eisstrahl ist sehr gut, aber Pulverschnee. Vielleicht dafür irgendwie eine Feuerattacke oder so. Dann ist man da wirklich ultimativ stark. Obwohl Feuer, was bringt das? Das bringt gegen Pflanze was. Das war's, ne? Gegen Pflanze.
Ja, stimmt. Und Eis ist auch sehr effektiv für Pflanze. Das heißt, das bringt eigentlich überhaupt nichts Feuer. Hm, was könnte ich da eher gebrauchen? Vielleicht eine Bodenattacke, Schaufler oder so. Das wäre vielleicht... Naja, werden wir dann sehen. Wow. So, gegen den will ich jetzt nicht kämpfen. Ich will weiter nach unten gehen. Topschutz wirkt immer noch. Was sehr erfreulich. Boah, Alter, wo geht's hier überall lang? Ist das verwirrend? Magmas versteckt. Hier sind überall... Oh, ich glaube, ich bin richtig, oder? Kann das sein? Oh, verdammt. Was habe ich nur getan, dass ich hier Wache schieben muss? Mein linkes Ohr brennt schon wie verrückt. Aha, weil links neben dir eine Lavalagune ist. So, ich setze mich mal kurz richtig hin hier. Alter Schwede. Hab mein Bein eben so eingeknickt, weil es gemütlich war, aber nach einer Zeit tut das schon ein bisschen weh, ne? So, Dönerblitz. Und dann war es das schon wieder. Alter, die sind nur 29, das ist so lächerlich. Ich will schwere Gegner haben. Sind zwar nur 5 Level weniger als ich, aber trotzdem ist das, vor allem wenn sie nur ein Pokémon haben, ziemlich wenig. Und ich hoffe, ich kämpfe noch gegen den Boss. So, weiter geht's hier. Mhm. Wieder eine Höhle. Magmas, oh, ich treffe das Loch nicht. Das passiert mir eigentlich nie, dass ich das Loch nie treffe. Ne? Hm. Ich kämpfe nochmal gegen die hier. Ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Wir haben uns zusammengeschlossen, damit seine fantastische Vision Wirklichkeit wird. Es ist mir schnurzegal, ob du zu Team Aqua gehörst oder einfach nur ein Kind bist. Das hier vorbeikommt. Niemand mischt sich in unsere Belangen ein und kommt ungeschoren davon. Oh, die ist jetzt noch etwas strenger als die erste Frau. Naja, aber heiß ist sie dennoch. So, Pupanze wieder. Sehr schwaches Pokémon. 29 wieder nur. Die Weiterentwicklung, die sieht schon... bisschen besser aus, allerdings immer noch scheiße. Weildeil, ne? Einfach Weildeil. So. Alter. Junge, was hält die aus? Psystrahl. Boah, wir haben so eine hohe Verteidigung. Das hat uns. Kann uns nicht. Und das Gute ist, wir sind normal. Das heißt, alles ist normal auf uns. Glaube ich zumindest. Da will ich mich jetzt nicht wieder festlegen, dann sage ich wieder was Falsches. Weiß es nicht. Kann auch sein, dass irgendein Typ sehr effektiv auf normal scheint. Ich weiß es eben nicht. So, mal sehen. Tschüss. Hier ist noch ein Loch. Und ein Pokéball. Ein Nugget. Verkauft sich gut am Markt. Bekommt man viel Geld für. Aber wo gehen hier die ganzen Wege lang? Ich bin jetzt einfach hier... Ist das jetzt richtig hier? Bin ich jetzt richtig hier? Das war eigentlich... Oh mein Gott. Wie groß ist das hier? Man kann oben auch noch lang gehen eigentlich. Was, Groudon? Kommt er jetzt gleich? Ich würde so gerne einen Blick auf Groudon werfen, aber ich darf nicht mal einen Blick auf seinen Schweif werfen. Das frustriert mich total. Oh nein, ich klatsche hier über Groudon. Alter, was? Der kommt jetzt schon? Alter, kann ich den fangen? Das, Alter, mein Gott. Sorry, dass ich jetzt so überrascht bin, aber Alter, wenn ich den fangen kann, dann, boah, wie stark ist da mein Team, bitteschön. Das sieht auch so geil aus. Boah, da freue ich mich voll. Hihihi. So, Eisstrahl gibt ihm jetzt sofort den Rest. Und das bedeutet dann, ich müsste eventuell nochmal schnell ein Safe State machen, bevor ich dann, ja, verliere. Ja. Mhm. 360. Ja. Spieler besiegt Team Magma Rüpel. Wenn der Verstand durch andere Dinge abgelenkt ist, ist es unmöglich zu gewinnen. Rob gewinnt 580 Pokédollar. Geht's hier weiter zu Groudon? Schutz wirkt nicht mehr. Ah, da will ich nochmal sehen, ob ich da noch irgendwie Schutz habe. Ich glaube nämlich, ich habe noch ein bisschen Schutz. Letztes Mal in... Was? Wo ist mein Schutz? Ich habe keinen Schutz. Nein, Schutz. Mist, ich habe keinen Schutz mehr. Aber ein Partnerkampf kommt jetzt. Zack. Bald, sehr bald werden wir unser großes Ziel erreichen. Du bist noch nicht fertig. An mir kommst du nicht so leicht vorbei. Das werden wir mal sehen, meine lieben Freunde hier. Unglaublich, die sehen irgendwie gleich aus. Magma Rüpel und... Unglaublich, er heißt Magma Rüpel. Möchten kämpfen. Come up. Und... Zubat werden in den Ring geschickt. 29 and 29 for Mayor and Schwalbus are no fighting. And I think I... Nein, aus. So, Meteorologe auf dich und Flügelschlag auf dich. So, mal sehen. Flügelschlag. K.O. Und wir bekommen jeweils 166. Und Meteorologe auf Kamau. Zack. Es lebt noch. Intensität kann nur gefährlich werden für Formeo, aber es ist 8.
Oh, das hat schon einiges abgezogen und hat natürlich keine Wirkung auf Schwalbus, denn ich fliege angeblich, ne? Angeblich, ja. So, Aero Ass jetzt auf Kamau. Und dann nochmal 273 für jeden. Das reicht für Formeo Level 35. Gucken wir mal. 3, 2 und Verteidigung nur 1? Ich dachte, das wäre richtig hoch. Ach du Kacke. Bin ich jetzt überrascht. Und Schwalbus 273. Leider nicht nächstes Level. Verteidigung nur 1, Alter? Ich dachte, Formeo wäre so gut. Ja, warst du. Das gibt's ja wohl nicht. Also da stand gerade, war ich so leicht zu besiegen, deswegen habe ich das gesagt. Naja, egal. 100 KP hat er jetzt auch. Schwalbus kommt nach vorne. Und alle rutschen auf. So, hier geht's lang. Oh, Pokémon. Ja, jetzt müssen wir uns daran wieder gewöhnen. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, denn dann könnte ich Fluchtseil... dann müsste ich nicht nochmal zurücklatschen. Das wäre nämlich richtig heftig, denn dann werden so viele Pokémon hier. Das ist unglaublich. Noch ein... Oh, vorher kommt wieder Pokémon. Ist das jetzt etwa... Boah, Georock, Alter. Die Weiterentwicklung von Kleinschein. Und auch Level 31 jetzt. Nicht schlecht. Der Specht. Ich weiß nicht, ist das jetzt ein normaler Rüpel? Der sieht irgendwie ein bisschen... Ist, glaube ich, ein normaler. Hä? Du hast es bis hierhin geschafft, daher verrate ich dir etwas. Es stimmt, dort drüben schläft Crudon. Mark ist vor ein paar Sekunden weggegangen. Es wird bald erwachen. Oh, okay, also da drüben schläft also Crudon. Crudon, und ich versuche jetzt mal kurz hier zu safen, falls irgendwie was schief läuft. Save ich mal Pokémon. Ja, so viele Saves habe ich. So. Kamaup wird jetzt in den Ring gerufen hier. Level 26. Und Schwalbus, der dann auch bald 35 werden soll. Allerdings hat er, naja, um 92 KP. Das heißt, nächstes Level auf jeden Fall nicht über 100. Oh nein, Alter. Das ist mies, sowas. Das ist wirklich mies. Ich weiß nicht, ich glaube, eigentlich dürfte es mir jetzt nichts abziehen. Macht's auch nicht. Kamerupt, die Weiterentwicklung. Alter, der geht jetzt wirklich in die Eisen hier. Ach, das ist hier der Vorstand, Kalle. Eieiei, Level 33, huiuiui. Nicht schlecht. Ah, Eroas, aber... Hälfte abgezogen. Steinhagel! Und sofort tot. Denn es ist sehr effektiv. Wir leben noch, aber Glut, beziehungsweise... Verbrennung schadet uns so viel, dass Schwalbus jetzt K.O. ist. Unglaublich! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier der Vorstand ist. Gut, dann sende ich mal Psyche aus. Psyche, der fast Level 35 ist und noch nicht mal dann 80 KP hat. Also unglaublich. Ja, 80 KP, unglaublich. Und K.O. 1237, Level 35. 3, 1. 0 Verteidigung? Was? Alter! Was? 0 Verteidigung? Oh, ich bin jetzt sowas von geschockt gerade. Das kann's doch nicht sein. Was habe ich hier für Pokémon ausgesucht? Eieiei, 0 Verteidigung. Der Angriff steigt doch immer von denen. Das heißt, das zieht irgendwann mal... Ach, du Kacke. Eieiei. Na gut, Funksprung. Der hat schon 103 KP hier. Vielleicht gebe ich Simsal auch weg. Der wird einfach zu schwach. Nee, das ist Kadabra. Einfach zu schwach. Wahrscheinlich, weil ich es auch nicht zu Simsal entwickeln lassen kann. Ne? Also, oh. Das regt mich einfach nur auf. Egal, Grudon tausche ich auf jeden Fall gegen Checker. Psyche würde ich dann auch eventuell tauschen, aber bleibt würde ich gerne behalten. Der Donnerwelle, Funksprung, das sieht sehr gut aus. Ja, Psyche muss dann weg. Und Formeo bleibt. Wahrscheinlich, wenn dann noch Rayquaza dazu kommt. Oh, mal sehen, wie ich dann noch rauswerfen werde aus meinem Kader. So, Funksprung erstmal. Ja, oh, Brüller, Alter, was ist mit ihm los? Na, verdammt, das passt überhaupt nicht gut. Hoffentlich ist er tot davon. Aha. Puh, er setzt Angeberei ein. Damit bin ich verwirrt. Töte ihn auf jeden Fall mit Raub. Und wenn er jetzt eine Unlichtattacke macht, war es das für mich. Yes! Also gewonnen, oder? Jawohl. Wunderbar, da bekommen wir jetzt bestimmt 600
pro Person, pro Kopf. Oder auch nicht. Hätten wir einzeln bekommen, nur von ihm. Na gut, Magma verstand Kalle. Schon wieder verloren? Hä? Ja, ich verstehe auch nicht immer die Welt, ne? Während du deine Zeit mit mir verschwendest, sollte Mark gut und aufgeweckt haben. So, meine Lieben. Jetzt mache ich nochmal einen Safe State hier. Und zwar Safe State 37. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. So. Und jetzt geht's weiter. Und da vorne ist ein Ball. Boah, Alter, was passiert, wenn... Hier ist ein Quertel, aha. Was passiert, wenn Grudon da ist und... Ich habe überhaupt keine Bälle, Alter. Das heißt, dann heißt ein Part einfach nur kalt beschrieben Grudon fangen. Mit keinem Meisterball wahrscheinlich. Das ist ein Top-Beleber, das ist nicht schlecht. Brauche ich auf jeden Fall später irgendwann. Da ist er. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. Und ich denke mal, ich werde jetzt den Part kurz beenden. Und mich dem erst im nächsten widmen. Naja, der Part ging ja auch schon ein bisschen. Also wir sehen uns gleich wieder, ne? Bis dann.